Ohne Wunder würde ich heute hier nicht sitzen können. Schon bei meiner Geburt hatte ich die Nabelschnur um den Hals, die mir die Luft abgeschnürt hat. Bei meiner ersten längeren Autofahrt mit eigenem Führerschein nach Freiburg bog ich auf die Schnellstraße ein und hatte plötzlich ein anderes Auto direkt neben mir auf der Gegenfahrbahn. Ich hatte den Fahrer total übersehen. Hätte der nicht so gut reagiert oder wäre Gegenverkehr gekommen, wäre ich schon lange tot. So haben viele von uns vielleicht schon Wunder erlebt. Und ich freue mich, davon zu hören. In unserer neuen Predigtreihe wollen wir uns mit diesem wundervollen Gott beschäftigen. Ich lade euch ein, kommt mit auf Entdeckungsreise und lasst uns Jesus dabei zusehen, wie er damals Wunder tat. Und da Gott auch heute noch Wunder tut, wollen wir gerne davon hören, was du schon an Wunder erlebt hast. Hast du was erlebt? Dann melde dich bitte bei mir und lass uns das in einem unserer nächsten Gottesdienste miteinander feiern. Es geht um Jesus, unseren wundervollen Gott.